Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood und ich weiß, dass ich in einem der vergangenen Parts, weil das ist jetzt die offiziell zweite Aufnahmesession, es Ich falsch muss einen gesagt habe und es Arzt sich hierbei um Assassin's Creed 2 handelt, was natürlich absoluter Quatsch ist. Und ich habe gemerkt, dass wenn man das Spiel startet, oder wenn man halt der Titelbild auf dem Titelbildschirm steht, drauf drücke Start um oder drücke Options, um die Datei zu starten. Ganz komisch. Ich habe auch Ach, ehrlich mein gesagt gerade Arm. ein bisschen ein mulmiges Gefühl aus dem einfachen Grund, dass mein PC gerade aktualisiert. Vielleicht dieses Overall-Update von Windows 10. Ganz komische Sache. Und ich wollte eigentlich Ach, heute ins das Kino Mist. gehen, aber ja, ging leider nicht. So, jetzt erstmal hier eine der elementaren Grundausstattungen. Wir müssen zu einem Arzt. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. Vier von fünf Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich kann Warum auch trägt der Kerl Hunde, Raben eine immer noch eine Rabenmaske Füße, und wird und hier ganz anders andere Rollen angezeigt? öffnen? Und die andere Frage, warum gibt ihr uns das Ganze kostenlos? Ja, es gibt anscheinend doch soziale Menschen. In eurem Alter. Ja, mit den typischen Ezio-Anmerkungen. So, was gibt's denn hier? Gucken wir mal um die Ecke. Ich habe gerade gedacht, die wiederholen jetzt gerade die Musik von Assassin's Creed 2. Aber das war nicht der Fall. Springen wir da einfach mal runter. Ja, das geht natürlich schon wieder. Und das geht auch. Okay, ich merke, wir sind gar nicht auf dieser Ebene. Komisch. Was sollte ich denn jetzt eigentlich tun? Ach so, ich soll wahrscheinlich auf den Turm da klettern. Und ich merke es mal wieder nicht. Und ich habe mal wieder vergessen, den Timer zu stellen. Das ist so furchtbar. Immer wieder den Timer zu stellen. Es muss mir doch irgendwann mal gelingen, das Ganze zu begrenzen. Also ich würde mal sagen, ich mache das jetzt spontan. Ich beende die Parts immer spontan. Und wenn die dann halt zu kurz sind, dann sind die halt zu kurz. Es geht mir so auf den Sack. So, ich glaube, wir müssen da nach oben. Ja. Ach, mein Rücken. Ist ein bisschen ungewöhnlich, so in das Spiel reinzustarten. Aber gut, sieht auf jeden Fall schön aus. Man hat, glaube ich, ein paar grafische Schliffe daran angesetzt an die von Assassin's Creed 2. Und da ist der gute Jachnehmer und man möchte, dass wir dann nach oben gehen und unseren ersten Synchronisationspunkt holen. Das ist ja der erste hier in Rom ist. So, da hat sich nicht viel verändert. Also ich bin allerdings, es ist allerdings sehr fraglich, wie viele es von diesen Aussichtspunkten gibt. Schlussendlich nur 24, also mal zum Vergleich, Assassin's Creed 2 hatte 74. Weiß dein Bauer wieder, setze So. sich der Verhaftung. Na komm, Ach wir nee. werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Okay, ich glaube, das war nur eine kurze Bildstörung. Ich hoffe es doch zumindest. Bei meiner PlayStation 4 ist es manchmal. Wenigstens ist mein Junge in der Fattoria. Bitte tut mir das heute nicht an mit den blöden Bildstörungen. Okay, ich würde sagen, ich muss hier geschwind einen Cut machen, weil meine PlayStation 4 hat wieder Bildstörungen und ich möchte ohne Bildstörungen spielen. Daher, das ist halt manchmal so bei meinem HDMI-Kabel, beziehungsweise geht's jetzt. Ich glaube, es hat sich wieder einge. Okay, nee, es hat sich nicht eingekriegt. Also machen wir das jetzt noch schön und dann muss ich einen Cut reinsetzen. Okay, die Bildstörungen werden schlimmer. Ihr seht es jetzt nicht, das filme ich vielleicht mal ab. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, endlich mal wieder.
Ich wollte ja schon vor 3 Wochen mal wieder eine Aufnahme machen, doch ja, da hat meine PlayStation 4 nicht so ganz gewollt. War irgendwie wieder, wie soll ich sagen, mit solchen Bildstörungen versehen. Und da wollte ich nicht aufnehmen. Und dann hatte ich vor einer Woche ungefähr oder vor so 2 Wochen keine Zeit, weil ich mich auf Arbeiten vorbereiten musste. Und dann hatte ich ganz furchtbare Halsschmerzen, könnte man sagen. Das war nicht angenehm. Aber ich hoffe, dass es jetzt irgendwie wieder kontinuierlich weitergeht. Ich plane ja weiter 3 Folgen pro Woche zu veröffentlichen. Jetzt müssen wir erstmal die hier verfolgen. Ich hoffe, wir haben nicht großartig viel verpasst. Und ich hoffe, dass ich das alles so durchziehen kann, so wie ich es gerade durchziehe, indem ich mich hier schön hinlege. Aber es sieht ja ganz gut aus, würde ich mal sagen. Natürlich ist mein Handy mal wieder gestellt. Das mache ich jetzt hier mal auf. Ding. Wie heißt's? Ja, genau, auf vibrierend habe ich es gestellt. Damit es mir nicht allzu sehr auf den Keks geht. Entschuldigt, wenn ich mal ab und zu atmen sollte, auch wenn ich meinen Kopf jetzt aufrecht habe hier auf dem Bett. Aber wie gesagt, es kann so viel passieren in unserer Welt. Irgendwie gefällt mir so das Production Design noch nicht so gut. Ich finde, es sieht ein bisschen blass aus. Aber gut, da kann ich mich auch irren. Ich meine, ich kenne mich mit solchen technischen Sachen sowieso nur bedingt aus, könnte man meinen. Interessant, oder auch nicht. Es muss doch jetzt auch irgendwann mal aufhören. Ich meine, die können uns nicht durch die ganze Stadt zerren. Okay, jetzt müssen wir sie eliminieren. Ganz toll. Ja, wir haben ja wenigstens ein Schwert. So. So, jetzt konnten wir das Ganze mal geschwind hier. Wie als wären sie nix. Ja, das war zu leicht, um wahr zu sein. Mein Controller ist bald leer. Mindestens 1 Quadrat der Gesundheitsanzeige behalten. Ja, ganz toll. Also da habt ihr es mal wieder gesehen. Das ist so eine 100% Mission gewesen. Wo es halt ein Nebenziel gab, mehr oder weniger. So, dann sprechen wir jetzt mal mit diesem guten Mann hier, der ein bisschen bestürzt aussieht. Ach so, weil seine Frau gestorben ist. Sie ist dieses Schwein. Sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Die Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Okay, dann müssen wir mal wieder, ja, der Rechner sein. Schneidet sie ab. Was auch immer das bringen mag. Ich kümmere mich um Il Carnefice. So, Il Carnefice konfrontieren. So, das machen wir wieder übers gute alte Klettern. Ich spiele ja in letzter Zeit auch wieder etwas mehr privat. So, ich habe mir jetzt eine japanische Pokémon Weiß geholt und habe mir ein paar 3D-Spiele geholt. Eine coole Sache, darunter auch Xenoblade Chronicles 3D, wo ich jetzt den Wii-Teil verkauft habe. Also da freue ich mich schon drauf, wenn ich demnächst mal wieder Urlaub habe, was leider nicht der Fall sein wird für die nächsten Wochen, aber gut. So, Attentat. Nicht meine Besten, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. So. Das ging aber mal wieder schnell. Und ich glaube, das war auch das 100% Ziel. Ich habe jetzt noch nicht so ganz aufgepasst. Was ich auf jeden Fall nicht immer machen werde. Weil manchmal sind es echt Ziele, die wirklich einen zum Wahnsinn bringen. Oder um den Verstand, die einen den Verstand rauben, genau.
So, und jetzt, was jetzt? Einfach mal hier so kontern. Genau, das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Hätten wir auch ohne Attentat geschafft. Ja, und ich habe durchaus recht. Das Kampfsystem wird von Assassin's Creed zu Assassin's Creed immer leichter. Ja, das ist auch so eine Sache, die sich jetzt erst im Nachhinein bestätigt hat. Naja, wir sind ja erst am Anfang des Spiels. Ich denke mal, es werden noch genug Gegner kommen, die uns ziemlich das Leben schwer machen werden. Auch wenn es meistens nicht so aussieht. Also ich als Let's Player kann es ja am besten beurteilen, was schwer ist und was nicht. So, dann mal hier die Kiste öffnen. Ich weiß gar nicht, muss man hier eigentlich wieder Ausrüstungsgegenstände kaufen, damit wir jeweils unsere Quadrate oder Vierecke oder was auch immer das darstellen sollen, erhöhen können. Naja, ich sag jetzt einfach mal, ich weiß es nicht und lass mich überraschen. Denn ich meine, wir sind ja erst am Anfang des Spiels. Ja, jetzt geht's auch so richtig los mit diesen dummen Schusswaffen. Also ich muss wirklich sagen, das hätten sie echt besser machen können. Nein, darauf habe ich eigentlich so gut wie gar keinen Bock. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier so Freerunning. Was manchmal auch nicht klappt, weil halt Gegenstände im Weg stehen. Wie ihr jetzt gerade perfekt sehen könnt an diesem Beispiel. Quod erat demonstrandum, wie man so schön sagen würde. Das hat nicht geklappt. Aber ist mir jetzt auch scheißegal. Wie der da runtergeflogen ist, das war auch physikalisch mal wieder mit einer gewissen Correctness versehen. Whatever. Was zum Teufel soll das denn? So. Wen haben wir da? Irgendjemand, den wir umbringen müssen. Ach so, das ist so eine Art Vor. Das machen wir doch mal am besten einfach, auch wenn ich es mir nicht so leicht vorstelle. Bist du betrunken? Was? Datei nicht verfügbar. Dankeschön. Na gut, wenn wir das noch nicht machen dürfen. Wahrscheinlich hängt es mit der Sache zusammen, die jetzt in der nächsten Mission kommt. Oder da könnte ich doch drauf spüren. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. So, der Neue in der Stadt. Anscheinend hängt es doch nicht miteinander zusammen. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Ach so, jetzt sollen wir uns praktisch unsere erste Ausrüstung kaufen. Okay.
Dann kaufen wir uns einfach mal hier die römischen Schulterteile. Da reichte das Geld dafür. Was auch immer das uns jetzt gebracht hat und kleine Waffen. Ja, kaufen wir uns einfach hier dieses kleine Messer da. Oder dieses kleine Schwert. Schickt mir eure Freunde. Ben. So, jetzt haben wir auch schon ein Quadrat mehr, also hat sich meine Frage dann doch beantwortet. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monte Regione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare. Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Okay, ein paar Nebeninformationen. Das ist ja auch immer wieder interessant. Die vielleicht auch Hauptinformationen sind, also so genau weiß ich das auch nicht. Wie sieht's denn aus? Ah. Die Zeit vergeht so langsam.